Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen im Köln-Nieler Hafen. Genauer gesagt im Hafen Niel 1. Niel 2 liegt etwa 600-700 Meter weiter rheinabwärts in Merkenich. Heute wollen wir uns aber in Niel 1 immer etwas genauer umschauen. Niel 1 wurde 1925 eröffnet und im Jahr 2011 wurden auf dem 1,4 Millionen Quadratmeter großen Areal knapp 2,1 Millionen Tonnen Waren umgeschlagen. Dazu stehen hier insgesamt 14 dieser mächtigen Containerverladebrücken zur Verfügung, von denen jede mindestens eine Tragkraft von 50 Tonnen aufweist. Das Ding hier zum Beispiel ist Baujahr 1990. Und des Weiteren stehen ja auch noch sehr viele von diesen haushohen Containerverladestaplern zur Verfügung. So, und manche dieser Verladebrücken, wie die, die man hier im Hintergrund sieht, haben einen 36 Meter langen Überhang zur Wasserseite, sodass dort zwei Schiffe gleichzeitig parallel beladen werden können. Ja, und wie könnte es anders sein? Nach dem Zweiten Weltkrieg lag auch hier alles in Schutt und Asche, aber schon 1957 konnte der Vorkriegszustand wiederhergestellt werden. Und ich bin natürlich nicht nur hier, um euch etwas über die Geschichte und die Technik hier zu erzählen, sondern wir wollen uns jetzt noch einen Lost Place anschauen. So, meine Lieben, dann sage ich mal herzlich willkommen hier in diesem ehemaligen Stahlmagazin. Sehr viel konnte ich hier leider nicht drüber herausfinden, außer eben, dass es sich um ein altes Stahlmagazin handelt. Hier wurden wahrscheinlich verschiedene Stahlbleche, Träger oder andere Stahl- und Eisenprofile zugeschnitten, gelagert, verkauft, gehandelt, wie auch immer. Hier eine alte Sitzgarnitur, die sieht mir jetzt nicht so aus, als ob sie von den Angestellten herrührt. Ich muss auch ein bisschen leiser sein, weil um mich herum hier in diesem Hafengebiet ist natürlich überall Betrieb und hier sind keine Fenster mehr drin. Es laufen manchmal auch Leute vorbei. Könnte Werkschutz sein, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also muss ich mich hier ein bisschen in Acht nehmen. So, dann betrete ich hier jetzt auch mal von der Lagerhalle aus ein erstes Gebäude. Hier rechter Hand geht es direkt in eine Art Aufenthaltsraum. Auch jede Menge Unrat hier auf dem Boden, von den ehemaligen Mitarbeitern wahrscheinlich. Hier findet sich aber ein erster Hinweis darauf, was für Stähle oder was für ein Stahllager das war. Hier sieht man nämlich einen Sicherungskasten bzw. einen Schaltkasten. Da steht Mattenmaschine drauf. Also vermute ich, da wurde ein Kran mit, also beziehungsweise Matten, ja, Stahlmatten, ich vermute halt für den Bau. Das sind diese rostigen Moniereisen, da sagt man auch Matten zu. Dass das die Schalteinheit für den entsprechenden Kran gewesen war, der diese Stahlarmierungsmatten befördern konnte. Ja, da war das hier so eine Art Betriebsraum. Oh, hier ist auch alles, da ist die Decke schon eingestürzt. Der Boden ist ziemlich glitschig und schon mit Pilzen bewachsen. Ja. Also dieses Gebäude ist, glaube ich, auch nicht mehr zu retten. Hier finden sich noch alte Telefonbücher. Und noch diverse Akten. Was haben wir hier? Oh, da stand gerade ein Datum drauf. 1992. Ja, also schon verdammt lange her. Ob das auch seitdem leer steht, kann ich leider nicht sagen. Ja, oh, hier ist ein Fenster auf, wollen wir einen Blick nach draußen wagen. Ja, hier vermute ich mal ganz stark, dass es sich um die Waschräume der damaligen Belegschaft handelt. Ja, eine Dusche, eine Toilette. Oh, hier waren, glaube ich, auch schon Tiere drin. Da sieht man, ich glaube, Fuchsfußspuren auf dem Klodeckel.
Ja, dieser Raum scheint mir dann eine Art Schlosserei oder Standhaltungsraum gewesen zu sein. Hier riecht es so richtig schön angenehm nach Hydrauliköl, nach anderen Schmierstoffen, nach Schweißbrennern und so. Ich liebe diesen Geruch in Schlossereien. Ja, ihr kennt das vielleicht auch. Das ist, da fühle ich mich immer richtig heimisch und ja, richtig klasse hier gerade. So, dann habe ich hier jetzt gerade noch was sehr Schönes entdeckt. Der eine oder andere mag das vielleicht noch kennen, früher von seiner Arbeitsstelle. Das ist so eine Halterung, da wurden früher die Stechkarten der Mitarbeiter, die konnten die da lagern. Nebenan hing dann direkt die Stechuhr, da wurde abgestochen, wann sie zur Arbeit erschienen sind, wann sie gegangen sind, um so den Lohn korrekt zu berechnen. Ja, das funktioniert natürlich heute alles über RFID-Chips, ne? So wurde es früher gemacht. Sehr schönes Teil, leider ziemlich kaputt. Ich stelle es mal wieder zurück. So, hier vorne kommen wir jetzt zu dem, ich vermute mal, Schichtleiterhäuschen. Ja, in so großen Industriebetrieben ist ja doch Schichtarbeit üblich. Ja. Und hier hat wahrscheinlich der Schichtmeister drin gesessen und Hof gehalten über seine Mannschaft. Und seine einzige Aufgabe bestand wahrscheinlich darin, einfach nur die Tore der Halle auf und zu fahren. So, ja, das sind haltlose Vermutungen von mir, aber die Schichtleiter, die ich aus meinen Jahren in der Industrie kenne, das waren alles Taugenichtse und Faulpelze und haben eigentlich nur die Leute rumkommandiert, saßen faul rum und ja, war vielleicht auch hier so gewesen. Ja, hier habe ich dann auch einen Beweis gefunden, dass ich recht haben könnte, dass in diesem Stahllager Stahlarmierungen gelagert und hergestellt wurden und verarbeitet worden sind. Man spricht da von Moniereisen. Das ist so ein Eisen, was man im Beton eingießt, damit der Beton stabiler wird. Der Begriff Moniereisen, wie es eigentlich der Volksmund sagt, ist eigentlich falsch. Man müsste Moniereisen sagen, denn diese Eisen wurden von Joseph Monier, einem Franzosen, erfunden. Ja, und der hat eben entdeckt, dass wenn man solche Eisenmatten oder Stähle in Beton eingießt, dass der Beton dann stabiler wird. Ja, Freunde, und hier neben diesem wunderschönen Pneumatik-Schaltkasten darf ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Da vorne steht meine Leiter. Der Weg zurück in die Freiheit. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.